Moin, moin, meine lieben Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge 12 Minutes. In der letzten Folge haben wir ja ein paar Zeitloops gemacht, kann man sagen, und sind auch ein bisschen weitergekommen. Wir müssen mal schauen, wie wir es jetzt angehen. Also, wir wissen schon einiges. Okay, brauchen wir das Messer? Wissen ja, dass sie lügt. Das wissen wir schon mal. Wir gehen mal hier ins Badezimmer und holen uns schon die Uhr. Aber diesmal bin ich klüger. Ich mache die Tür einfach mal zu. Wie geht das überhaupt? Okay. Wollen wir hier. Schlaftablette nehmen wir mit. Und mit dem Messer machen wir das auf dann. Die muss auf jeden Fall nichts wissen. Okay, gehen wir da raus. Nein. Raus. Tür geschlossen. Schloss aufschließen. Jetzt können wir auf die Tür gehen, okay. Gut. Wasn't expecting a storm tonight. Warte mal kurz. Kannst du direkt schon so machen? Having trouble sleeping, huh? You have no idea. Ich hatte erst. Okay. Sie holt sich jetzt selber was zu trinken. Okay. Kann ich ihr das Getränk jetzt auch anbieten? Das hat sie ja schon was getrunken, das ist natürlich blöd. Guess who has two thumbs? Here's this. And remember to pay the electric. I'm not thirsty anymore, but thanks. Ärgerlich. Okay. Wir reden mal mit ihr. Ich frage sie mal in der Vergangenheit. Okay. How'd your father die? Well, that's a fun conversation. Ja. He had a heart attack. It was awful. Okay. Did you kill your father? Excuse me? No. Fun question, though. Real funny. Mm-hmm. Did you murder your father? What the fuck kind of question is that? Is this some kind of mind game? I'm not playing. Tell me, did you murder your fucking... Of course not! This isn't funny. You're scaring me. What the fuck is wrong with you? I'm done with this. You have more questions? Find someone else. Okay. Can you get back? You are such an asshole sometimes. You might have... Babe? Okay, jetzt fängt ihr von vorne an. Diesmal habe ich es aber anders. Pass auf, wir machen was anders. Den Becher. Nimm das Messer. Hier zurück. Kurz mit ihr reden, wenn sie rauskommt. Knutschen. Mein Gott, ey. So, knutschi, knutschi. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert? Let me know when you're in the mood. Yeah, okay. Jetzt habe ich eine bessere Idee. Pass mal auf. Tür zu. Nochmal. Und wenn wir jetzt das Ventilator-Ding aufmachen, nochmal. Holen uns die Taschenuhr. Aber guck mal hier, pass auf. Und jetzt können wir doch theoretisch den Becher mit Wasser hier füllen, oder bin ich blöd? Na, guck mal. Das geht sogar. Mehr raus.
Und weil sie bestimmt durstig ist, kriegt sie von uns ein Glas Wasser. Water? Oh, yeah, thanks. I was about to grab some. Aha. Sieht schön aus. Kurz mit ihr reden nochmal. How'd your father die? He had a heart. It was. Okay. You've been lying to me all this time? What? About your past, about your father. What? I don't know what you're talking about. Well, what about your father's murder? What is this? My father died of a heart attack, asshole. Okay. I don't want to talk about this. I'm so tired all of a sudden. Jetzt fällt sie wieder hier auf den Boden. Geh ins Schlafzimmer, geh mal daher. Warum geht sie ins Schlafzimmer? Letztes Mal ist sie doch auf den Boden gefallen. Yeah. Ah, verdammt. Das Geschenk, nehmen wir mit. Okay, kann man nichts machen. Die Tür mal zu machen. Okay, also wir haben die Uhr. Und wir haben Schlaftabletten. Kann ich vielleicht, warte mal, vielleicht können wir ja ein bisschen Wasser auf diesen Schalter packen. Und wenn man das nächste Mal sehen kann, kriegt man einen fetten Stromschlag. Wie wär's denn damit? Probieren wir mal. Wie viel Platz haben wir? Haben wir noch ein bisschen Zeit, okay. Keine Ahnung, ob das was bringt. Wir testen es mal. Könnte ja sein, dass es funktioniert. Dann gehen wir hin. Ich glaube, das macht er nicht, ne? Kriegt er wahrscheinlich selber einen Stromschlag. Not now. Hä? Okay, schade. Hätte ich jetzt gedacht, vielleicht. Ehefrau bewusstlos? Ich glaube, nehmen wir die Hausschlüssel. Okay, mal gucken, was passiert, wenn der Killer jetzt kommt. Vielleicht geht er ja tatsächlich da rein in den, vielleicht geht er ja da rein in den, in das Schlafzimmer und kriegt einen Strom. Aber wir haben auch keinen tollen Stromschlag bekommen, ne? Das könnte ja trotzdem sein. Müssen wir mal gucken, was da jetzt passiert. Okay, müssen wir kurz wieder warten. Ach, guck mal. Wir dürfen nicht rausgehen jetzt hier. Ich hoffe, er entdeckt uns auch nicht. Hat er beim letzten Mal ja auch nicht. Come on, I know you're home. Open the door. Anyone home? Hello? Police? Come on out. Im Badezimmer bin ich nicht. Er wirft gar keinen Schatten. What the? Das hört sich doch noch, der umgekippt ist da. Oder? Wenn wir hier die Vordertür zu machen, kurz. Wenn jemand reinkommt. Was da passiert? Aha, guck es an. Bewusstlos. Was hat er denn so bei sich? Okay, pass auf. Testen wir mal. Wenn das geht.
Und wenn er nicht läuft, fesseln wir auch die Beine. He's already handcuffed. Okay. What? Oh. Listen. What are we being accused of exactly? Let me go right now. Oh, you little shit. You just made the biggest mistake of your life. One chance. Let me go right now. Dumb son of a bitch. I was gonna leave you out of this. And now you've got this coming. Oh. Oh. Oh, so ein Arsch. So ein Arschloch. Oh Gott. So ein Arschloch. Okay. Okay, aber es war ja jetzt schon mal eine gute Taktik, die wir gemacht haben. Das machen wir gleich nochmal. Was für ein Spacko. Hier überspringen hier. Not. Okay. So, komm, geh rein. Das Ganze nochmal von vorne machen. Okay, kriegen wir aber hin. Das ist ja abgefahren. Okay, wir sind aber auf der richtigen Spur, würde ich sagen. Oh, nein, Entschuldigung. Erst das mal. Und dann müssen wir die Uhr holen. Ich weiß gar nicht, ob wir die brauchen, aber wir machen es einfach mal. So, jetzt nochmal. Zerstörtabletten in den Becher. Und den Becher in das Waschbecken. Also, um Wasser zu bekommen. Und wieder raus. Ihr gleich mal schön drin geben. Was ihr bestimmt Durst. You thirsty? Ooh, you read my mind. Oh, sie war kurz davor, es selber zu holen. Okay. Ah, sie setzt sich auch wieder hin. Okay. Dann lass mal kurz mit ihr reden. Nochmal, bis sie einpennt. I know about the pocket watch. It's in the vent underneath the medicine cabinet. What? There's a man, and he said that you killed your father. What the fuck are you talking about? I need you to tell me the truth. Where is this coming from? Listen, I'm sorry. I'm living the same 10 minutes over and over and over again. So look, I'll prove it to you. Are you fucking kidding me? Let's see. Okay, sie geht so tired all of a sudden. Jetzt wieder schlafen? Okay. Okay, sie geht ja schlafen, das heißt, sie legt sich hin. Und wir können einfach. Obwohl, wir müssen den Lichtschalter trotzdem mal an- und ausmachen. Und müssen wir vielleicht auch nicht, ne? Okay. Gehen wir zurück. Sie pennt. Wir gehen hier rein. Ah, dann warten wir mal ab. Ja. Kann man nachher das ganze Spiel in 12 Minuten auch schaffen? Wäre mal nett zu wissen. Now we wait. So. Jetzt geht der Polizist rum, kriegt einen Gemisch und dann müssen wir überlegen, was wir gleich machen. Also er liegt auf dem Boden. Come on, I know you're home. Open the door. Okay, schon nach 5 Minuten nach. Guck zwischendurch ganz gerne auf die Uhr. What the? Okay. Na, raus hier. Was machen?
Schön den Kabelbinder. Warten wir kurz auf ihn. Und dann vielleicht mit der Waffe auf ihn zielen. Schieß einfach ins Bein. Don't. Oh God. So, kann sich auf jeden Fall nicht bewegen. Jesus Christ. Stop. I'm not fighting you. What do you want? Nach der Uhr fragen. Why do you want the watch? Shit. I need a doctor. Yeah, I'll say. And I'm gonna hurt you again if you make me. The watch, come on. Fuck. Fucking watch. You have any idea what that thing is worth? Money? That's what this is about? You'd murder us for money? You really don't know? No. Your wife, her father, closest thing to family I ever had. You knew him? Knew him. He taught me everything I know. He was good to me when no one else was, and that monster murdered him. Nach der Beziehung zu ihrem Vater fragen. You knew her father, right? Yeah. He was good to me. Taught me a lot. I owe him this. Now, will you please untie me? What are we being accused of exactly? You really have no idea, do you? Nee, hab ich years ago, she murdered her father in cold blood. Und warum bist du immer noch hinter ihr her? Wie wurde ihr Vater ermordet? How did her father die? Her. She shot him Christmas Eve 8 years ago. Didn't kill him, though. Then on New Year's Eve, she came back and finished the job. Two shots, close range, heartless. Now, please, call an ambulance. Warum bist du immer noch hinter ihr? Why are you still after her? It's been so long. I never stopped looking. Finally got a tip. Pointed me here. Who gave you the tip? The pocket watch she stole. She tried to sell it. Pawn shop owner let us know. Woher wissen Sie, dass sie es war? What makes you think she did it? Of course she did it. Same gun, same room. It's obvious. Warum sollte sie so etwas tun? Why would she possibly do something like that? Money, jealousy. Million reasons. You should ask her. Hey, I'm sorry I hurt you, but I'm innocent. I just found out about all this. I don't have anything to do with it. It's all her fault, so please, leave me out of this. You should have thought about that before you fucking tortured me. Let me go, right now. Warte mal kurz. Kann ich, ich glaube, ich fessel sie auch mal schnell hier. What do you want? There's no point using the handcuffs now. Okay, warte mal. Guck mal auf sein Handy. Dad, vergiss nicht vor, das jetzt anzurufen, okay? Du vergisst es immer. Viel Glück, heute merkt man. Ich wünschte, du wärst hier. Krebs nervt, hab dich lieb. Ups. Oh, hat ein Kind der Krebs? Das ist natürlich unschön. Es tut mir auch leid. Es tut mir auch leid, dass ich aggressiv war. Ich bin einfach ausgelockt. Ich bin froh, dass du... Krankenversicherung. Wir sind enttäuscht, dass wir aufgrund ihrer Aussagen nicht von ihnen gehört haben. Ihr Konto wird in ein Kassenunternehmen transferiert. Okay, also der hat auf jeden Fall ein paar... Hat gerade angerufen. Sie meinten, sie wollten mit dir über die Zahlung. Ist also okay? Reden wir mal über sein... Can't open that with just my hands. Reden wir mal über sein krankes Kind. Alright, listen up. Your daughter is sick. Don't you fucking say another word. Cut me loose now. Ich kann ihn nicht freilassen, oder? Kann ich nicht machen. Was mache ich denn lieber? Ihm mal die Uhr zeigen? No more questions please, for you. Please, I need... Das andere Bein schießen? Don't. I have a daughter. Okay, es bringt nicht viel. Er ist tot.
Okay, er ist tot. Hat mich jetzt nicht weitergebracht, wirklich. Was ist mit ihr? Warte mal, Vielleicht können wir sie ja nochmal befragen. Wenn wir rausgehen. Vielleicht können wir sie wachkriegen mit ein bisschen Wasser. Ich weiß nicht, ob es klappt. Wir testen es mal. Fick. Zeit ist um. 10 Minuten. What? Okay. Oh, God damn it. God damn it. God damn it. Okay, wir nehmen noch das Messer wieder. Aber der Anfang, also so wie wir es machen, ist schon nicht schlecht. Ach Mist. Not. Okay. Jetzt kurz das Bild haben. So, schnell hier rein. Das müssen wir ganz schnell machen, glaube ich, alles. Sonst wird das wieder nichts. Also die Frage, ob wir die Uhr rausholen müssen, müssen wir eigentlich gar nicht. Können wir nachher noch machen. Ich könnte ihr auch direkt das Zeug geben, oder? Und das ist eigentlich alles egal, fällt mir gerade auf. Na komm schon. Schnell, bevor sie. You thirsty? Okay, setz dich wieder hin und dann pennst du das gleich wieder ein. Ich hab noch eine Idee, warte mal. I'm living the same evening. Mm. I'll prove it. Jetzt. Yeah, great, let's see it. There's a pocket watch in the vent. I found it in the previous loop. What are you? I know it was your father's, and that you haven't told me everything about him. I don't know what you think you know. You sound crazy right now. Well, I'm not. And I'll prove it again. I'll show you. So, pass auf, jetzt wählen wir mal ein Beweis aus. Und zwar. Let's see. Das Polaroid-Foto. I'm so tired all of a sudden. Okay, jetzt geht's wieder pennen. Okay. Gut, wir machen das ganze Geschichte nochmal jetzt. Ja, ich nehme immer diese blöde Handy mit, aber irgendwas ist ja Nütze. So. Jetzt warten wir einfach mal ganz kurz. Wie viele Minuten haben wir noch? Guck, wir haben echt noch 6-7 Minuten, ne? Gut. Okay, er kommt bei 5 Minuten, kommt er, oder? Also, warten wir mal ganz kurz, der kommt. Sie pennt ja. Ich kann ja nochmal mit ihm reden. Wenn wir den gleich wieder ins Bein schießen oder so. Dann hat er bestimmt Lust, mit uns zu reden. Ich glaube, man kann ihr auch noch mehr rauslocken. Vielleicht sollten wir ihr mal die Uhr geben. Vielleicht bringt das was. Anyone home? Kann man leider nicht vorspulen. Hello? Police? Come on out. What the? Hi! Oh. Fucking light switch. Oh, ich hab den Lichtschalter nicht berührt. Na gut.
Also müssen sie es ein bisschen anders machen. Messer? Ich muss mit ihr mal reden, glaube ich. Dafür muss ich aber gleich trotzdem mal das Ding holen. Die Uhr. Weil ich glaube, wenn ich mit ihr rede und die Uhr da irgendwie... Hi. Schnuggi. Daddy's home. Let's talk later. Best night ever. Guess who made dessert? Let me know when you're in the mood. Yeah, I will. Gut, pass auf, wir gehen mal kurz hier rein. Und jetzt machen wir die Tür zu. Wir holen diese Kackuhr da raus. Und werden dann versuchen, sie... Ich will die mitnehmen. Brauche ich gar nicht, glaube ich. Aber ich werde mal gucken, ob ich mit ihr über die Uhr reden kann. Weil sie weiß ja schon einiges und sie erzählt uns das nicht. Und das heißt, sie muss ja schon irgendwie Schiss haben. Vielleicht hat sie den ja auch wirklich umgebracht. Man weiß es nicht. Wir gehen mal raus. So, Mädel. Talk to me. Talk to the truth. Nee. Nein, nicht auf die Couch. Lass mit der Frau reden. Warum sie über Fanger gelogen hat. I know about the pocket watch. It's in the vent underneath the medicine cabinet. What? Listen, I know about your father. I know he didn't die of a heart attack, but I need you to tell me. What? I'm living the same 10 minutes. What are you talking? I'm stuck in a time. Oh, Beweis auswählen. Jetzt gib mir die Uhr. Pass mal auf. Du blöde Tante. I found your watch in the vent. Okay. What? I know you've been accused of killing your father because I've been living the same 10 minutes over and over. I need you to tell me what really happened that night. I don't even know where to start. My dad wasn't always the man he wanted to be. After I was born, my mom was really focused on me, and I guess my dad felt it doesn't matter. He started sleeping with my nanny. What? It was the start of my mom's spiral. Nothing was the same after she died. I blamed him. I mean, it was sort of his fault. And I poked at him a lot. We fought. Nobody can hurt you like the ones you love, right? Oh, anyway, God. Hey, I know that this is hard. But please, I need to know. Yeah. Yeah. Christmas Eve, he had caught me trying to sneak out. And I was so mad. I just poked at him and prodded at him and he hit me. Jesus Christ. Anyway, oh. I saw red, of course, and he always had guns around. I grabbed one. And I shot him. And I just ran. Made it here on New Year's Eve. That Polaroid on the fridge was actually taken an hour after I got here. I was gonna turn myself in, but it was a new year. A few weeks later, you showed up and... Well, and things were almost good before it all ended today. I killed my father. Never thought I'd say that out loud. And now you know. Please, talk to me. Will you just say something? So then... And in the next few minutes, the cop is gonna be at the door. He's how you found out about my dad? Yes. Cop told me that he was there when your father bled out. I guess they were close. Fuck. What do we do? Wir dürfen die Tür nicht aufmachen. Trust me, just don't open the door. Okay. Ihr sagen, dass ihr Vater laut dem Polizisten zweimal angeschossen wurde. Wait, he was shot twice. What? The cop guy in the previous loop. He told me your father was shot twice. You sure you only shot him once? Of course I'm sure. I didn't execute him.
I shot him once, and then I ran away. I can't prove it, but I only shot him once. I swear. Fragen, warum sie über die Vergangenheit gelungen hat? Nee, how'd you get the watch? Fucking watch. Jetzt kommt er. It was my mom's. Her grandfather actually made it. It was gonna pass down to me. Well, I guess it did, didn't it? What now? So. Warum wollte sie sie verkaufen? Why'd you try to sell the watch? We needed the money for the... I'm pregnant. I know. I'm sorry. I know. Of course you do. Jesus. Come on, I know you're home. Open the door. I gotta go. Wait. I'm with the police. Turn, babe. Look at me. You don't get to talk right now. Huh? Police. I have a... Yeah, I know. You know? I know. Congratulations. On the ground, arms behind you. Oh God. Don't move. Open the door right now. Enough. Oh Mist. Ah, einmal beschreibe ich ihn. Ah, genau, der Kopfnuss, die Sau. Okay. Aber jetzt haben wir ja einiges erfahren. Und sie hat ihn nur einmal auf ihn geschossen. Okay, pass auf, wir müssen jetzt nochmal die ganze Geschichte nochmal machen. So, pass auf, ich habe eine Idee. Wir schnappen uns jetzt das Ding, das Messer. Schnell zum Kühlschrank nochmal. Das Bild will ich noch haben. So. Jetzt gehen wir zu ihr. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made. Let me know when you're in the mood. Yeah, I will. So, schnell da rein. Tür zu machen. Ach so. So, die Uhr noch holen. Ich glaube, die Uhr brauche ich vielleicht gar nicht, aber ich hole die trotzdem jetzt mal. Doch, kann mir gut vorstellen, dass sie doch brauchen. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. So, den Cocktail vorbereiten. Und den Cocktail mit Flüssigkeit füllen. Und raus. Und ihr ein Getränk anbieten. Sehr schön. Oh, sure. Yeah. Theoretisch können Sie kurz noch was fragen, wenn Sie wollen. Was mir auch egal ist, ne? Kann ich mit ihr tanzen jetzt auch, oder? You. If there was me, I could be persuaded, maybe. Okay, man könnte natürlich jetzt. Let's talk later. Was ist denn müde? So tired all of a sudden. Und so geht's ins Bett. Wir müssen den Lichtschalter einmal präparieren. Wir müssen einfach nur reingehen und andere ausmachen. Das ist die Präparation. Okay, wir müssen einmal kurz auf das Polaroid gucken, denn dieses Polaroid. New Year's Eve, 8 years ago. Wait. Ah, guck mal. Wait, the cops said the old man was killed on New Year's. But that's hundreds of miles away. She couldn't have been in both places. This proves she's innocent. Guck mal, jetzt haben wir schon mal ein Unschuldsbedingt. Vielleicht können wir ihm das gleich vorzeigen, wenn er da am Boden liegt und am Bluten ist. So, wir gehen nochmal hier rein.
Das andere Handy auch nochmal. Warte so. Kurz ab, bis es wieder losgeht. Na, komm schon. We wait. Ah, es ist echt cool gemacht, aber es ist natürlich echt wie in täglich Joseph Moment hier immer wieder alles von neuem machen. Irgendwann hat man so den perfekten Timing, wie man es machen soll, glaube ich. Das perfekte Timing, Entschuldigung. Come on, I know you're home. Open the door. Hier müsste man vorspulen können, das wäre ein bisschen besser. Das kann man leider nicht. Weil das dauert mir zu lange. Wir wissen ja genau, was passiert, also ob man das nicht irgendwie überspringen kann. Wie soll ich das wegschneiden jedes Mal? Ich weiß nicht, ob jemand kommt, ich mach trotzdem die Tür zu. Kostet zwar alles Zeit, aber anders geht's nicht. So. Warte. Bin auch noch fesseln. Okay, mit Messer kann ich gar nichts machen, okay. So, warte mal reden. What? Oh, you little shit. Listen to me. Look, she didn't kill him. She wasn't there. You fucking moron. No, I'm serious. Prove it. Okay, jetzt können wir. Kann ich nicht das Foto zeigen? Look at this picture. She's innocent. She took this. Let me go. Okay, warte mal. Little shit. Don't. Oh God. So. Haben wir ein bisschen mehr Zeit, bevor Aufstehen uns einen Kopfnuss gibt. Jesus Christ. Stop. What do you want? She's innocent, I'm telling you. Oh, fuck. I'm bleeding. She wasn't there. So what? She's... God damn it. I don't care, man. She's guilty. She's innocent. There's no proof. It doesn't matter. What do you know about the nanny? Who? The nanny the old man had the affair with. What do you know about her? Oh, what do you care about the nanny? It was years ago. I'm telling you, she's innocent. And dead. Christ, this has all gone to shit. Okay. Kann man das Foto jetzt nicht? Please. Please. This picture proves she's innocent. I'm bleeding out. Okay, warte. Warum kann er dieses Foto nicht angucken? Look at the picture. Again with this. Look at the date. December 31st. That's the day she killed him. No, that's the day he was killed. But she was hundreds of miles away. She didn't do it. Aha. I don't understand. Wer hätte den Vater noch töten können? Who could have killed her father? I don't know. Everything points to her. Stop crying. Listen up. So, who could have killed her father? I don't know. Everything points to her. Okay, okay. Shh. Listen up. Your daughter. Tochter nochmal. Is sick. Don't you fucking say enough. Cut me loose now. Okay, pass auf. Was ist, wenn ich hier jetzt losbinde? Oh.
Er ist tot. Okay. Das war wahrscheinlich auch nicht die richtige Lösung. Aber wir haben doch jetzt den Beweis, dass sie unschuldig ist eigentlich, ne? Gut, viel mehr können wir nicht machen. In seinem Handy ist auch nicht so viel drin. Seriously. Ha. Gut. Geht alles wieder von vorne los. Oder? In 2 Sekunden. Wann war das? So, gehen wir also direkt raus. Können wir neu anfangen. And we're back. Ganz normal machen, glaube ich. I didn't hear you come in. Best night ever. Let me know when you're in the mood. Yeah, I will. So. Nochmal das ganze Spiel von vorne. Messer. Ich will noch eine Sache ausprobieren. Weiß nicht, ob es klappt, aber... kann man den Typen ja die Uhr auch noch mal geben. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, aber testen Sie mal. So, Water? Bitteschön. Oh, yeah, thanks. Hm. Ihr könnt euch jetzt schon viel mehr fragen. Mit ihr über die Vergangenheit reden können wir auch jetzt. Okay. Versuchen wir mal. So, your father's affair. What happened? What affair? I don't know about any affair. But thank you for that mental picture. Your nanny. What do you remember about her? My nanny? I was 2 when she left. I don't remember anything about her. Hmm. You've been lying to me all this time? What? About your past, about your father. What? I don't know what you're talking about. Okay. Sie muss jetzt mal schlafen. So, sie geht nochmal pennen. Der Killer kommt gleich nochmal. Wir fesseln ihn. Ach. Okay. Na gut. So, gehen wir raus. Wir können uns auch auf die Couch setzen, dass er reinkommt und... ja, wahrscheinlich nicht, ne? Wir verstecken uns lieber hier drin. Warten wir nochmal kurz. Muss ja irgendwie einen Grund geben, warum das so ist, ne? Mal gucken. Now we wait. Now we wait. Okay. I know you're home. Open the door. What the? Oops. Achtung, holt sich jetzt einen kleinen Brand. Oh ja. So, ärgerlich. Jutsu. Rein. Typen angucken. Die Frage, ob er wirklich ein Kopf ist, ne? Oder ob er nur so tut. Na komm schon. So.
Jetzt? Also vielleicht finden wir noch was in seinem Telefon. Ich schau mal. Das war das hier was, ne? Irgendwie so seine krebskranken Tochter da. What? Oh, you little shit. Just made the biggest mistake of your life. One chance. Oh, Dad. Let me go right now. I'll call you back later. I told you to call me earlier. I was gonna leave you out of this. Okay, wir müssen, bevor er aufsteht, müssen wir ihn, glaube ich, einmal ins Bein. Oh, wir können sogar einen Arm schießen. Schießen den Arm. Don't. Okay, jetzt ging die Tochter zwar ran, aber es braucht uns nichts. Jesus Christ. Stop! I'm not fighting you. What do you want? Ha. What do you know about the nanny he had the affair with? Who cares? It was years ago. Hm. Kurz aufs Handy gucken hier. Also ich... Was kann man noch einmal? Anrufen Bumblebee. Monster. Ach, warte mal kurz. Warte mal kurz. Kann man... I won't tell anyone. Hello? Hi. Oh, movie's about to start. Sorry, can't talk. Try me later. Thank you, God. Okay, jetzt habe ich irgendwie. Habe ich doch von meinem Telefon angerufen, oder? Das ist meins gewesen, ne? Ja, okay. Huh. You're a monster. You're a monster. Warte mal, kann ich denn auch von sein? Just let me go, okay? Noch kurz gucken. Kann ich nicht, ja? Ich kann nur anrufen jetzt. Und dann thank you, God. Marjorie. Hey, sorry, I can't talk right now. Leave a message or just text me. Aha. Also wir könnten immer einen Notruf anrufen für ihn, wenn er will. Vielleicht bringt das ja was. Just let me go, okay? Emergency services. There's a man in my apartment. He's trying to kill us. Sending a unit right now. Should be there within 15 minutes. Why are you? 15 minutes. We'll be dead in 15 minutes. Sir, they're heading your way right now. Get to a safe place. Hmm. I think you got it. Listen up. Ich sag mal, sie unschuldig. Hey. I'm sorry I hurt you, but I'm innocent. I just found out about all this. I don't have anything to do with it. It's all her fault. So, please, leave me out of this. You should have thought about that before you fucking tortured me. Let me go. Mhm. Kann ich nicht gehen lassen? No. Okay, wir schießen ihn kurz. Oh, egal. No. Don't do that. I won't tell anyone. Please. So, der ist tot. Und wir müssen das Ganze, glaube ich, nochmal anfangen. Hm. Ich weiß gerade nicht, wie wir weiterkommen sollen. Okay. And we're back. He won't listen to us. How do I make him listen? Who would he listen to? Ich glaube, er würde auf seine Tochter hören. Vielleicht. Aber die Nummer habe ich jetzt nicht zufällig bekommen gerade, ne? Hey there. Oh Mann. Ja, Schnucki. I didn't hear you. Best night ever. Let me know when you're in the mood. Yeah, I will. So, machen wir mit. Wenn ich jetzt hier reingehe.
Warte. Ich muss ihr auf jeden Fall Schlaftabletten gehen, damit ich gleich ein bisschen Zeit habe zu telefonieren. Obwohl, wenn es aber funktioniert. So. Testen wir doch mal. Wir gehen direkt wieder raus. Geben ihr einen kleinen Cocktail, wenn sie Bock hat. Water? Oh, ja. Yeah. Lass sie ruhig trinken. Uns kann es egal sein. Wir gehen jetzt erstmal hier rein. Mit ihr reden wollte ich jetzt nicht. Doch, wir können doch mal hier reingehen und mal zumachen. Kann ich jetzt hier auch anders anrufen? Ich hatte die Nummer gemerkt. Aber gut. Mal gucken. Hello? Hey. Hello? I got your number from your dad. What? Erzählen, dass ihr Vater deine Frau fassen will. Your dad says that my wife killed her father. He's coming to hurt her. This isn't funny, you creep. Listen, my wife is innocent, but your daddy, he won't listen to us. I don't know what you're talking about. He doesn't have the whole story. Please, could you just tell him to listen to us? No, why would... Please, he's making a big mistake. You can help him. I mean... Fine. Huh? Okay. I'll call him. Okay. Warte, ich schon reingehen? Ich glaube, wir müssen ihn trotzdem K.O. machen. Sie liegt da schon wieder. Wir gehen schnell hier rein. Jetzt haben wir sogar bei seiner Tochter haben wir sogar jetzt Einfluss drauf, dass sie da was sagen kann. Bin ich mal gespannt. Das klappt. Komm, warten. No, we wait. Hey, Bumblebee. Ah, guck mal. What's up? What? What do you... Honey, I think you got prank called. Wie bitte? Did they threaten you? Listen to what? Oh, okay, I'll listen to him, but honey... Yeah, don't worry, Bumblebee. I'll take care of this. Uh-oh. I love you more. Ist auch witzig. All right, open up. Oh, was ist jetzt passiert? Bin ich mal gespannt. Come on. You want to talk? Let's talk. Oh. Oh, vielleicht hätte ich ihn doch nicht. Ich muss ihn doch nicht umhauen. What the? Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob er uns zuhören würde, deswegen machen wir es doch lieber auf die Seite. Vielleicht muss man auch mit ihm reden, ich weiß es nicht. Kabelbinder. Schnell das Dings da holen? Was steht denn auf? Ich brauche das Bild, glaube ich, ne? What? Oh, you little shit. She's made the biggest mistake of your life. One chance. Let me go. Listen. Look it. She didn't kill him. She wasn't there. You fucking. No, I'm serious. Prove it.
Ja, oder? One chance. Look at this picture. She's innocent. She took this. Let me go. One chance. Let me go right. Look at the picture. Again with this? My wife is innocent. She took this. Shut the fuck up. Release me right now. One chance. Let me go right now. You dumb son of a bitch. I was gonna leave you out of this. And now you get this coming. Don't. Ob man sich jetzt zuhören wird. Jesus Christ! Stop! Ja, du wirst dich gar nicht. So, warte mal. Please. This pen, this, I'm gonna. Look at the picture. Again with this. Look at the date. December 31st. That's the day she killed him. No. But she was hundreds of miles away. I don't understand. Oh, warte mal. Oh, warte mal, vielleicht mal doch nochmal da. Can't open that with just my hands. Nein. Okay, okay. Your daughter. Don't you fucking say another word. Cut me loose now. Hm. Wir rufen noch mal an. Just let me go, okay. Hey, sorry, I can't talk. Leave a message. Okay, warte mal, nimm vielleicht von seinem Telefon aus. Geht das ja. I won't tell anyone. So, gucken, ob die Sängerin geht. Hey, sorry, leave a message. Miss. Please, I'm bleeding out. Was kann man noch machen jetzt? Hä? Na, wir schnell nicht mal los. Also irgendwas läuft noch nicht ganz so richtig, wie es will. Okay. Gut, also vielleicht müssen wir mit ihm reden, wenn er reinkommt und das mit seiner Tochter weiß. Oder? Das kann ich mir gut vorstellen. And we're back. Hm, also so ist der Anfang. Okay, also das Ganze nochmal von vorne hier. Oder warum das Messer? Glaube ich, reicht. Ich glaube, wir müssen mit ihr ein bisschen reden, aber wir müssen auch diese Tochter anrufen, dass sie uns glaubt auf jeden Fall, ne? So. Hey there. Hallöchen. I didn't hear you come in. Best night ever. Let me know when you're in. Yeah, I will. So, kurz hier reingehen. Nein! Ah, verdammt. Das ist auch das Telefon von schnell. Wir müssen die Tochter auf jeden Fall anrufen. So, wieder raus. Die muss uns auf jeden Fall helfen, weil sonst klappt das Ganze wahrscheinlich gar nicht. Nein, sollte ich die Tür auflassen. Oh Mann, das klappt gar nichts hier. Lass mal gucken hier. Hello? Hey. Please, he is gonna hurt. What are you talking? My wife is innocent, but you. I don't know what you want. Hey, well, he doesn't have the whole story. Okay. But lose my number. Okay. So, jetzt müssen wir unsere Frau mal da mit einweihen, glaube ich. Glaube ich. I know about the pocket watch. It's in the vent underneath the medicine cabinet. What? The man told me you killed your... A man told you. I don't even know how to say this, but look, I'm living the same...
Okay, müssen wir weiter mit ihr? Look, I know how your father died. How he really died. I don't know what you think, but you better. It was Christmas Eve. He caught you sneaking out. He hit you. How could you? I couldn't, right? You told me in a previous loop. What? Look, I'm on your side. On my side? Oh, God. Look, I couldn't... I didn't know how to tell you. Please, talk to me. Hello, gerne. So, then... You didn't kill him. What? When you shot him, he survived. No, that can't be. I saw him. He was bleeding. Babe, he didn't die. He was gonna recover. And somebody else came in and killed him on New Year's. Somebody else? But it wasn't you. You weren't there. The Polaroid on the fridge, that proves it. All this time. Okay, you ready? There's more. A man is about to ring the doorbell and accuse you of murder. What? He was close to your father, and when your dad died, it really... messed them up. Okay. I'll be ready. I need to sit down. Wollen wir uns so schnell das Bild holen? Ich brauche das Bild gleich noch, ich weiß es nicht. This is too much. Kurz mit ihr reden. Wir lieben sie ja immer noch, ne? But you... Why'd you lie to me all this time? I mean, hi, nice to meet you. By the way, I killed my father. I didn't want to get close to anyone, but you were so persistent. I guess I just wanted to believe I was who you thought I was. But well, guess that's over now, huh? What's so special about that watch? Oh, it was a family heirloom. My great-grandfather made it. It's worth, I don't know, a whole lot. It was gonna pass down to me from my mom. After I shot my dad, I wasn't thinking. It was there and I just grabbed it. It's the only thing I have from my old life. Okay. Mach ihren Kinder mit dir mal fragen. Nanny, what do you remember about her? My nanny? I was like 2 years old when she left. I never even knew her name. Wer hat deinen Vater ermordet? So, who could have killed him? I mean, with his work, he had a lot of enemies. It's not like he was always the easiest guy to deal with. I mean... Oh, da kommt der Killer. I don't know. I never even imagined the possibility that... Your father's a fair. He... God, I hate talking about this. What? I don't know. My dad loved my mom. Honey! But I guess having me make things tough on the marriage. And my nanny was right there. Müssen wir irgendwie erklären gleich, ne? He wasn't always as good a man as he wanted to be. How'd your mom find out about the affair? Dad knocked up the nanny and she wanted to keep it, so... I'll listen to tough to keep that secret. Yeah. There were complications. A poor woman died in childbirth. My dad... I love you more. He wanted to adopt the kid, but... He could not do that to my mom. What did your mom say? Nothing. She just got sick. Oh, miss. All right. Is that him? Up. Yep, this is her. Is that him? What do we do? Do we open the door? Yeah. Come on. We need to tell him. You want to talk? Okay. Let's talk. Tell him the truth. Let's talk. Oh shit. Get on the wait. Please. Wait, stop. I have something you need to see. What did you say? I didn't kill my father. I have proof. There's a picture of me the day he died. I was hundreds of miles away. Show me. On the fridge. Please, look. Don't move. Halt dich in das Bild. This picture. Say another word. I'm gonna cave your head in. Nope, no photo. Ich will es geben. That's enough. Just look at it. I warned you. Oh.
Alter, das Foto muss ich da oben hängen lassen, okay. Gut, dann lassen wir es da hängen. Oh, wie nervig, ey. Das war jetzt gerade wirklich nervig. Hi. Hey there. Nein, ich will nicht genau. Let's talk later. Best night ever. Guess who made dessert? Let me know when you're in the mood. Yeah, I will. Ach Mann, ey, das war jetzt blöd. Na gut. Ich muss das Foto da hängen lassen. Das müsste gehen. Aber wir wollen jetzt erstmal die Tochter anrufen. Hello? Können auch vorspulen. Hey, please, hier. What are you talking? My wife is. I don't know what you want. Hey, well, please. He doesn't have the whole story. Okay. But lose my number. Okay. Gut, mal rausgehen. Und direkt mit ihr reden. Weil er bleibt doch mal stehen, Mädel. So, wir sagen, I know about the pocket. Ich spule vor, ne? A man told me. A man. I don't know, but. Look, how your father died. I know how he. What are you. No, it wasn't. It was Christmas Eve. And he hit you. Ah, komm, ein bisschen vorspulen. I could. I. But he didn't die. Where are you? He survived. Somebody. That'll. It proved. This. I know. A man is about. What? He was close to your. And when your dad died. I need to sit down. Okay. Wir müssen nur mit dir reden. Der geht nachher zum Kühlschrank und guckt sich das an. Okay. How'd your mom find out? Dad. Tough. There were complications. My dad, he wanted. Ja, schon bei der Geburt, wissen wir alles. Nothing. She hated him. What did he do? Nothing he did. And I didn't. So? I mean, it's not like he was always. I mean, I never even. What do you know about your nanny's child? Ah, guck mal. Your brother? Das ist ja nichts. I honestly wasn't even sure he existed. I think I overheard stuff about my dad wanting to adopt him, but no way my mom would have it. She hated the idea of that kid so much. Okay. Frag mal, wo der Bruder ist. Where your brother is now? I have no idea. Sometimes I wonder if he was even real. My mom was so out of it. And I mean, if this kid did exist, I'm sure my dad would have tried to find him after my mom died. Okay. But you. I mean, hi, nice to meet you, but I didn't want to get close. But you were. I. But well. Now we wait. Ah, come on. Come on, Fortune, okay. It's some cop guy is coming. Okay. Hey, we'll Bumblebee. Tell him the truth. What's up? Okay, ist natürlich kein guter Zeitpunkt, jetzt zu tanzen. Let's talk later. What do you? He'll listen, right? He has Honey, to. I think you got prank called. Also wird sich das Bild ja mal angucken. Also ist die Frage, ob es auch klappt, ne? 8 years, I thought. Listen to what? I thought schwierig. Oh, okay. I'll if listen to him, but honey. Yeah, don't worry, Bumblebee. I'll take care of this. Sorry, this is just. Jesus. Love you more. Wollen wir mal klingeln, machen wir direkt die Tür auf. So then, who killed him? All right, is that open him? Up. Okay. Let's talk. Oh, shit. Get wait, on wait, the ground. Wait, wait, please. Please. I know. Wait, stop. I have something you need to see. What did you say? I didn't kill my father. I have proof. There's a picture of me the day he died. I was hundreds of miles away. Show me. On the fridge. Please, look. Don't move. I'll be damned.
Listen, I know my father was important to you. I miss him too. But I always thought... Oh, wir haben ihn bekehrt. You weren't there. I wasn't there. But then... I don't know. But it wasn't me. I'm sorry. I really am. My daughter, she's all I care about. She's dying. Cancer. And the insurance one. I can't pay for the treatment. That watch, though, it could cover it all. God, if she knew I was doing this, thank you for not... If you told her what I was really here for, she'd never talk to me again. I'm going now. Wait, just a second. Ah, gibt's mir die Uhr? Ist ja sehr nett von dir. Here, take the watch. You need it more than I do. She does. Das ist aber nett von uns. I'm pretty good at finding people, obviously. I'll find out who killed your father. Thank you. Actually, there's one thing that might help. What? When I found him, he lost a lot of blood. I tried to stop the bleeding, but... Anyway, he was saying something. What was he saying? Just the word monster. Over monster. And over. I always wondered what it meant. It's my brother. Oh, my God. You have a brother. My mom was right. She was right all along. When my father and my nanny were having their affair, there was a baby. A boy. A baby? I knew about the affair, but he never mentioned a child. My mother hated him for it. Hated the kid, too. Always yelling at my dad about the monster. That's him. I didn't know. I'm sorry. But I'll find him. For you and for him. Thank you. Wow. So what happens now? Is it over? I think it is. Yeah. Now we can go find your brother and move forward. Yeah. Yeah, wow. I never thought I'd be able to tell anyone what happened. I thought I'd have to hold that forever. But you listened. And you're still here. I told you. I'm not going anywhere. Okay. Yeah. I really, really love you. Really, really. I really love you, you too. I don't know. I just don't know. Okay, das wird natürlich spannend zu wissen, wie es denn weitergeht. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.